Herzlich willkommen zum neuen Video. Warmes Licht. So, zum neuen Video. Ich bin der Sebastian und ich nehme euch heute mal wieder mit zu unseren Bienen, den Bienen von der Imkerei Goldblüte. Wir haben hier oben einen Bienenstand und wir haben jetzt Samstag auf jeden Fall. Ich meine so, was haben wir denn? 9. Februar, irgendwie sowas. Haben jetzt vom Wetter her so einfach das so gehabt, ne? 3 Wochen am Jahresende warm, jetzt relativ kalt. Wir hatten sehr frostige Nächte immer, -7 Grad, tagsüber leicht im Plus, optimal schön gefrorener Boden, Sonnenschein, eigentlich ein super schönes Winterwetter. Und jetzt heute und vor allem morgen am Sonntag wird es ein bisschen wärmer. Heute sind schon die ersten Bienen ganz vereinzelt geflogen. Und ja, das sieht man auch hier. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Hier fliegt ein bisschen was, da fliegt ein bisschen was, dort fliegt ein bisschen was. Ja, ist eigentlich ganz schön, ne? Wenn es jetzt noch ein Tick wärmer wäre, könnte man in der Tat mal ein bisschen nach den Bienen schauen. Das habe ich euch ja schon mal in einem Video gezeigt, was ich hier im Februar eigentlich ganz gerne mache. Aber noch ist es dafür einfach zu kalt und auch noch zu früh. Ne? Ja, ich wollte es ja einfach mal nach dem Rechten schauen. Euch vielleicht ein bisschen als Überwinterung, wie gesagt, bisher, was ich so weiß, ich weiß ja nicht alles. Sehr gut. Ja, ich habe hier, ihr seht es im Hintergrund, ein bisschen aufgeräumt. Hier hat man jetzt so einen alten Holzstapel. Da haben wir ein bisschen Brennholz, was man noch verwerten kann, raus. Den Rest habe ich da hinten aufgeschüttet, so morsches Holz. Für die Natur ja nicht schlecht als Versteck. Prinzipiell muss man sagen, bin ich ja da immer ein bisschen bemüht. Also dafür waren die frostigen Nächte ganz gut, da konnte man nicht überall ganz gut hinfahren. Jetzt habe ich den roten Faden total verloren. Wo war ich stehen geblieben? Ja, prinzipiell muss man hier natürlich noch ein bisschen aufräumen, ein bisschen Müll wegtun, ein bisschen Folie weg, ein bisschen alte Paletten weg. Und ja, dann kommt auch schon wieder das Frühjahr. Prinzipiell habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass wir hier groß in den Mega-Futtermangel hineinstreben. Was ich euch aber jetzt so zeigen wollte, ist eigentlich was ganz anderes, weil in meiner Aufräumaktion bin ich auf was gestoßen. Kann man jetzt nicht sagen, dass ich es vergessen habe. Ich habe es nur verdrängt. Und das will ich mal zum Anlass nehmen, euch ein bisschen auch nochmal 2, 3 Punkte hin und wieder habe ich es ja gemacht, zum Werdegang erzählen, wie ich jetzt so ein Imker geworden bin, wie ich es bin. Und da bietet sich das eigentlich ganz cool an. Und zwar habe ich hier mal wieder die Hecke zurückgeschnitten oder ja, Landschaftselement heißt es, glaube ich, im Förderantrag. Moment, da drehe ich euch kurz um. Zack. Und dann habe ich hier unter der Hecke, habe ich mal Bienengästen gestapelt. Diese Bienengästen, das kommt aus meiner Zeit, gerade nur geschaut, dass die Kamera noch aufnimmt, das kommt aus meiner Zeit, wo ich mir, ich meine, das wären Zander gewesen, selber gebaut habe, ziemlich viele damals. Böden. Und so Deckel, eine Gitterböden, Marke Eigenbau und damals oder ohne Varroa-Schublade sind die. Habe ich auch hinten schön, ich zeige es euch, schön mit Nummern, mit Edding damals noch oder Lackstift, eine Nummer drauf geschrieben, wie das die Bio-Verordnung vorsieht. Wie gesagt, relativ am Anfang. Und dann habe ich die irgendwann mal ausrangiert. Verkaufen ging schlecht, war oder ist ja alles Eigenbau und habe die hier hergetan und irgendwie kamen sie ein bisschen in Vergessenheit. Man hat sie verdrängt, man konnte nichts damit anfangen.
Und jetzt sind sie einfach wieder freigelegt in dem Rahmen, dass man hier sowieso mal ein bisschen aufräumen muss mit der Opas Hütte. Ja, die war oder ist eingewachsen. Und genau, einen Moment, ich muss ganz kurz mit der Speicherkarte hier noch was. So, da bin ich wieder. Nochmal 9 Minuten Speicherplatzkapazität freigemacht. Und zwar sind das eigentlich alles Böden und Deckel, die habe ich mir damals gebaut, zusammen mit Zanderkästen. Das war damals noch eigentlich schon auf dem richtigen Weg, muss ich sagen, so im Nachhinein von mir. Und zwar war damals der Grundgedanke oder inspiriert war das Ganze damals von Hans Bär, ne, mit dem angepassten Brutraum. Damals auch mit Sand und Langstroh noch von mir gedacht, weil das hatte ich ja. Und der hatte in Hohenheim, an der Uni Hohenheim, da oben einen Vortrag gehalten, das habe ich mir mal angehört und bin heimgegangen in meinem jugendlichen Elan und habe gesagt, das ist es, das machen wir jetzt auch mit Sander einräumig und passen da den Brutraum an. Habe mir dann, weiß nicht, 20, 30, 50 Zanderzargen, Böden und Deckel gebaut und bin dann da gestartet. Ne? Hatte ja auch noch Langstrobienvölker. Das habe ich so weiterlaufen lassen und was war denn so das Fazit? Also das Fazit war im Prinzip, dass der Brutraum zu klein ist zur sicheren Überwinterung. Also die Überwinterung war immer ein Problem mit dem Futter. Honigertrag war eigentlich ganz gut. Schwarmkontrolle war schwierig, weil 10 Waben, also Brutraum voll, kein Arbeitsraum drin, ne, wie bei der Tante. Also, schreibt einfach in die Kommentare, wie ihr das seht. Das würde mich auch interessieren, ob jemand mit einräumig Zander noch überwintert. Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und ob das auch mit modernen Zuchtlinien immer noch so ist, dass da zum Teil relativ oder ob es da Probleme gibt mit der Verkittung der Rähmchen untereinander, sodass man beim Raustun schon relativ das ersten Rähmchen relativ viel Unruhe ins Volk bringt. Ja, das war so ein bisschen da dieses Thema, ne? Überwinterung schlecht, diese Unruhe ins Volk bringen, wenn man es irgendwie der Rähmchen rauszieht. Und ja, für mich dann praktisch war das die letzte Vorstufe in vielen Versuchen davor schon, wo ich dann auf der Dant gegangen bin, ne? Wo eben dieses Platzangebot, das Futter, der Futterraum da ist und gibt's viele verschiedene andere Möglichkeiten auch. Der Dant ist jetzt nicht der Gralsbringer. Der Dant ist für mich, das ist in Ordnung. Also der Dant gleich Zadant, Zander 1,5, das ist ja alles gleichzusetzen. Ja, und wie gesagt, das waren einfach so ein bisschen die Anfänge. Da habe ich gedacht, wo ich das freigelegt habe, das zeige ich euch mal. Da erzähle ich euch kurz die Geschichte. Mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, lohnt sich das aus meiner Sicht nicht mehr, Bienenbeuten selber zu bauen. Das Material ist so teuer geworden. Also allgemein finde ich das erschreckend, wie teuer Magazinbeuten geworden sind. Also ihr könnt mir gerne mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr eure Beuten noch selber baut, ob sich das für euch lohnt, ob ihr da eine Bezugsquelle habt, wo ihr das Material entsprechend bekommt. Aber für mich muss ich sagen, also ich hab den Luxus, ich muss auch keine bauen gerade mehr, ne? Oder keine anschaffen, aber wäre schwierig, glaube ich. Ne? 170 Euro habe ich jetzt gesehen für eine komplette Beute mit 2 Honigräumen, ja, plus Bienenvolk. Ich glaube, die Anfängerhürde steigt auch, ne, wenn man neu mit der Bienenhaltung anfängt. Ja. We'll be right back.
dann soll es auch schon von mir jetzt gewesen sein. Kurzer Einblick aus dem Winter. Die Vögel zwitschern, ne? So ein erster Hauch von Frühling. Die Bienen fliegen, die Vögel zwitschern, das Gras wird grüner schon. Wie gesagt, wer Königin von mir haben will, sollte langsam vielleicht, zumindest wenn man eine frühe Königin haben will, müsste man langsam bestellen, weil die ersten Lieferungen sind eigentlich schon ganz gut gebucht. Einfach im Online-Shop nachschauen. Und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.